Hey Leute, willkommen zurück zu April. Heute meine Lover von The Real Single 70. Ja! Das war auch gar nicht behindert. Okay, also ich habe das Ganze gerade schon wieder nach Playcon sortiert, sprich, das sind jetzt ausnahmsweise mal nicht eure Level. Denn als ich gerade eben nachgeguckt hatte, waren auch noch nicht so viele neue. Könnte natürlich auch daran liegen, dass die letzte Aufnahme gerade mal 12 Stunden her ist. Ach, noch nicht mal. Ja. Warum? Warum wirst du so oft gespielt? Ich verstehe die Welt nicht, Mann. Supersonic 444, Happy Poke World. Okay. Oh, das sieht ja cool aus. Hä, wie macht man das denn? Okay. Nein. Ach cool, die Höhe steht sogar noch dabei. Komm, ich will nicht gut sein, ich will nicht... Ja, geil. Sehr schön. Kann ich schon mal den Arsch nach unten bewegen, um noch weiter hoch zu fliegen. Direkt bei gut gelandet. Ich bin echt toll, Leute. Komm. Boah, Alter. Oh, fuck. Aber das lohnt sich richtig. Aber ist überhaupt nicht nötig, weil die das meistens gar nicht mit einberechnen. Oh, fuck. Ich wurde gerade echt perfekt getimed, den Scheiß. Nein! Oh, Mann. Komm. Nein. Und. Nicht zurück. Och, Mann. Jetzt will ich ein Bein und werde dann sogar noch zurückgeschleudert. Geil. Nicht nur ein Bein, Leute. Direkt zwei. Ich muss es erst loswerden. Danke. Die Amputation hat perfekt geklappt, Leute. Perfekt hat sie geklappt. Und... Nee. Ich blute immer noch. Tut dem wahrscheinlich jetzt nicht so sehr weh. Oh, ich bin im echten Menschen, aber... Trotzdem tut er mir ein bisschen leid. Komm! Ach Mann, ey. Auch wie das auch aussieht. Sieht aus wie ein Tier. Hab ich gerade alle... beinlose Menschen als Tier bezeichnet? Vielleicht. Ach, man. Nein! Nein, nicht noch einen Arm! Oh Mann, warum, Welt? Kannst du mich mal bitte... Danke. Nein. Jetzt bin ich schon wieder da drin. Okay. Ja. Gut. Ihr müsst euch ja mal vorstellen, das ist einfach jetzt ein beinloser Mensch. Mit gar keinen Händen mehr. Geil. Danke. Gut. Nächstes Level. Obstacle-Kurs. Ja, war klar. Ja, einfach drüber fliegen. Nein. Boah. Schön in den Hals rein gerammt. Oh nee, Leute. Oh nee. Ja. Yeah. Oh Mann. Was? Helikopterman? Und als Segway Guy. Ach cool. Guck mal, hier gibt es sogar verschiedene Wege für die verschiedenen Charaktere. Das ist ja cool. Okay, warte mal, dann nehmen wir nochmal eben den Segwegui für den unteren Weg. Ja, geil. Ich mache immer wieder denselben Fehler. Bin da drin echt begnadet. Nein! Boah, richtig unfair eigentlich. Nein! Oh, ich dachte, das Teil blockt ist. Ach, mein Leute. Nein! Nein. Ich krieg's nicht mehr weg. Gut. Wieder von vorne. Komm, hüpf! Ihr feiner Junge! Oh. Das war richtig knapp. Nein. Oh, ganz langsam. Nein. Oh. Ja. Fall um. So. Kleinen Moment. Der durchflutschen. Ja. Hä? Wie einfach war das denn jetzt? Das soll's gar keine Erweiterung darstellen, sondern eher so ein... Ersatzweg? Ich weiß es nicht. Ah, ich bin fast da. Ja, geil. Perfekt.
Nein, 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 nein. Ich häng fest. Nee, 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 nein, nein, nein. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Noch geht's mir gut. Mir fehlt zwar ein Bein. Also so ein maschinelles. Und jetzt fehlt mir einfach ein echtes Bein. Danke. Ein Versuch noch. Ich habe irgendwie Angst, das Ganze zu verpassen. Ja, geil. Oh, nee. Nein. Okay, aber wenn ich das gerade richtig beobachtet habe, ist rechts auch direkt Ende. Ich habe da nämlich die Vermutung, dass man da einfach nur hochgeht und dann, ja, das Ganze vorbei ist. Und der ist wenig dool. Hungrig? Ein bisschen. Hä? Oh, nee. Nein. Ich werd gegessen. Ja, Alter. Komm. Ja, ja, ja. Komm schon. Ab nach oben. Ja. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Warte noch. Komm schon. Ja. Hä? Okay, ich meine, das macht Sinn, aber... Oh nee, jetzt muss er in den Darm. Boah. Lass mich durch. Ja. Genau. Genau so sieht das bei mir auch aus, Leute. Einfach über Schwerter. Die alles zerkleinern. Ja, komm schon, kack mich aus. Ach, schade. Oder? Ah, das ist eine Rakete. Oder? Nee. Hä? Wie geil, klappt das auch noch. Oh ja, das Level mag ich. Vor allem, weil ich jetzt ein richtig geiles Tumbler nehmen kann. Oh ja. Blue Rope Swing Pro. Gut. Murr. Murr. Bin ich behindert? Vielleicht. Das war so klar, Mann. Das war so klar. Ich habe gestern einen Film gesehen. Und... Ich würde gerne mal eure Meinung zu einem Thema wissen. Ich habe da nämlich auch mit meiner Mutter drüber geredet. Zwar habe ich den Film Der seltsame Fall des Benjamin Button gesehen. Der übrigens richtig gut ist, in meinen Augen. Komm, nein, 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 nein. Oh, Mann. Und ja, in der Geschichte geht es eigentlich nur darum, dass ein Kind geboren wird. Mit Gicht und mit, weiß nicht, der ist blind und so oder fast blind. So ein halbtotes Baby. Ganz runzelig auch. Und der altert eben rückwärts. Der wird dann halt groß, wie ein normaler Mensch. Und ja, dem wachsen dann halt immer mehr Haare. Der wird immer gesünder, kann auf einmal wieder laufen. Und ja, der altert halt wirklich komplett rückwärts. Der wird dann auch wieder zum Teenager, zum Baby und stirbt dann irgendwann. Und mich würde mal interessieren, wenn ihr das jetzt... Oh nee, oh nein! Wenn das jetzt nicht als unnormal gelten würde in der Gesellschaft, würdet ihr das dann bevorzugen im Vergleich zu dem, was eben normal ist, dass man eben jung ist und dann alt wird? Also ich glaube, ich würde das bevorzugen. Weil in meinen Augen hat das ein paar Vorteile, die vielleicht auch gar keine Vorteile sind. Also erstmal, du bist halt alt, kommst, also in den ersten Lebensjahren kannst du die Jugend ja gar nicht nutzen. Was ein bisschen schade ist. Das war eigentlich ein Schwachsinnsargument. Aber auf jeden Fall seid ihr halt die ersten 15 Jahre halb tot, kann man sagen. Aber danach geht's eigentlich nur noch bergauf. Bis ihr dann natürlich im Teenageralter seid und ja, dann werdet ihr halt auch immer vergesslicher. Und also weil eben... da dann für euch schon das Alter erreicht ist, wo man halt vergesslich wird. Dann seid ihr vermutlich 70 oder so, wenn ihr schon so jung dann seid in dem Fall. Aber ich stelle mir das irgendwie
angenehmer vor, jung zu sterben, also jung alt zu sterben, als alt zu sterben. Weil der, ja, wenn man dann halt nach und nach alles vergisst, was natürlich auch im Alter passieren kann, im normalen Alter, aber der kann sich halt, weiß nicht, ich stelle mir das halt, wenn man erwachsen ist und alt ist und so und alles vergisst oder halt einiges vergisst und immer mehr Schmerzen hat, dass es halt behinderter ist, als wie wenn man jetzt zum Beispiel, weiß nicht, als Embryo stirbt, der sowieso jetzt noch nicht so ein ausgereiftes Gehirn hat, dass er eben viel empfindet. Wenn er versteht, was ich meine. Ach man, ich schaff das einfach nicht. I believe I can fly! Ja, geil. Und? Ja! Yeah. Halt dich! Oh Mann! Warum machst du das? Komm, ja! Nein, Arm ab! Arm, was? Okay. Das ist ein bisschen überraschend, dass da die Arme nicht abgerissen wurden. Komm, ja! Endlich! Ja! Das ist nicht dein Ernst, ne? Das ist nicht dein Ernst. Och Mann! Ich hab's einfach geschafft und. Ja, auf jeden Fall geil. Danke. Wie kann denn sowas überhaupt passieren? Ich verstehe das nicht. Fuck! Hui! Komm. Ich versuche mal zu weit zu schleudern. Das ist nicht gut für meine Gesundheit. Komm. Na. Ah. Komm. Ja. Oh, nee. Oh, nee, Mann. Oh, fuck. Komm. Nein. Okay, ein Versuch noch. Ja. Ich hab's geschafft. Ach, stimmt, hier war ich ja sogar schon mal. Oh, nee. Ja, perfekt. Hä? Was geschieht hier? Oh ne, halt dich fest. Halt dich fest, kleiner Mann. Ja, das ist doch nicht dein Ernst. Warum? Nö. Das ist nicht passiert. Das ist einfach nicht passiert, Leute. Ah, dann nehmen wir das Level. Ah. Das war jetzt mit Absicht. Obwohl, den will ich eigentlich gar nicht nehmen. Ja, der zum Beispiel, der ist doch auch toll. Ach du Kacke. Yeah! Ach du Heilige. Das war ein Fehler. Ja, Hauptsache er fährt noch weiter. Langsam. Uah. Okay. Ja, da war ich wohl ein bisschen zu lahmarschig. Komm. Ja! Ich hab's geschafft! Ah, oh, nee! Ach, fuck! Ist aber schwer damit. Ja! Yeah. Oh, ich bin tot. Wie soll man das denn auch überleben? Verstehe nicht. Warte mal. Ich nehme echt mal den hier. Ah, ist doch nicht schlimm. Tschüss, Timmy. Wenn ich hier hin und her wackel, ja, war klar. Das dämpft natürlich dann. Nein. Ha! Hä? Was geschieht hier? Ja! Ich hab's geschafft. Und ich fahr noch zurück. Yeah! Ach, schade. Richtig schade. Sterbe ich noch? Oh nee, sterbe ich nicht. Schade. Das finde ich schade. Boom Stories, yeah! Was ist das? Oh, cool. Ach, wir sind in Mexiko. Hallo. Tschüss. Nein! Ay, caramba! Ich will den nicht von hinten. Ma.
Komm schon. Ja. Ich hab's geschafft. Boah. Und nein, das wollte ich doch gar nicht. Ey, echt nett. Oh, wie komme ich jetzt hier raus? Ach. Ah, die kann einen, glaube ich, gar nicht treffen. Kann das sein? Boah, Alter. Zurück. Warte mal, Sekunde. Ja. Nein. Ah, fuck. Oh, man. I need to blow up the bowler. Ja, sonst wären wir da auch schlecht durchgekommen. Ja, aber auf den alten Mann habe ich gerade keinen Bock, Mann. Wenn man da wenigstens noch mit einem anderen Char durchzocken könnte. Deadly fun. Nehmen wir den. Ach. Hä? Ah, da war eine Mine. Ich bin einfach blind, Leute. Ah. Hab's geschafft. Was? Ich hab's auch noch überlebt. Ich bin der König der Welt, Leute. Komm. Ach, Mann. Ach, Mann. Kannst du... Komm. Das ist echt so schlimm, ne? Ja, ich habe wieder ein paar überwundet. Überwunden. Geiles Deutsch, Manuel. Ich hab ein paar überwundet. Weil der hat ja Wunden. Ja, geil. Okay. Ach, man kann sie loswerden. Das geht. Nice. Nee. Geh kaputt. Ja, echt cool. Ah, nice. Warte mal. Jetzt. Nein, was geht denn mit dem ab? Oh, ich glaube, ich habe was am Rücken. Komm. Ja, geil. Call. Echt call. Kannst du jetzt mal... Wie soll das gehen? Warte mal, ich habe eine Idee. Eine ganz simple Idee. Ach man. Nein, dreh dich. Warte. Komm. Ja. Ja, toll. Ich muss ihn noch hinter mir lassen, sonst wird das nichts. Komm. Ich kann mich einfach wieder draufstellen, ja. Geil. Komm. Nein. Lass mich doch in Ruhe. Ach man. Ich schaff's so einfach nicht. Hier, nimm meinen Fuß. Nimm meinen Fuß, ich hab doch schon meinen Fuß... bin ich über so? Ich hab meinen Fuß geopfert, Leute. Ich hab einfach meinen Fuß geopfert, weil ich ein Opfer bin. Oh, nee. Ach, fick dich. Gut, dann nicht. Ich meine, man hätte das bestimmt noch geschafft, aber ich will euch ja nicht quälen. Sonst ruft nachher noch der Tierschutz an. Hahaha. Nehmen wir die. Flieg. Flieg, Vibe. Ja. Yeah. Naja. Pogo Minigame? Nee, Hard Donation. Das war's? Okay. Dann nicht. Wenn du nicht willst, dann nicht. 100% impossible, ja. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Nein! Boah. Oh nee. Oh nee. Nein. Sekunde. Ich probiere mal eben. Ich muss ein bisschen weiter. Ja, geil. Nach vorne kommen. Ah. Komm. Nee, warum soll ich nochmal von vorne probieren? Nee, nee. Ah, von man. Ach so, die Wände verschwinden nicht. Man sieht sie einfach nur nicht. Ich schaff's. Das, Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Ich bin einfach gestorben, Leute. Am Ende. Nein, mein Kopf. Oh, fuck. Aber so schwer ist es nicht, wenn man es einmal raus hat. Yep. Auf jeden Fall.
Lebe ich noch? Nein. Aber netter Versuch. Netter Versuch. Nein, der letzte. Ach man, da sind 3 Stück. Ich hab's geschafft. Jetzt will ich mich toll. Jetzt will ich mich richtig toll, Leute. Krisis, wo droh? Ja, lololol. Okay. Oh nee. Ja, Double Kill. Ja, geil. Das war richtig klug von mir. Moment. Warum macht er denn so viele hier hin? Guck mal, ich muss direkt die Hälfte wegwerfen. Was ist denn das? Ich glaube, so viele brauche ich auch gar nicht, wie scheint. Komm! Ja, den da unten noch mitgenommen. Nice. Ja, einfach 2 wieder. Ja, yeah, jetzt müssen wir noch mich töten. Komm. Komm, töt mich. Boah! Das war mal ein Tod. Ja, gut. Dann würde ich sagen, was hat hier mit dem Part? Versucht den Part 8 Milliarden mal zu bewerten mit 6 verschiedenen Accounts. Wir sehen uns dann heute um 16.30 Uhr bei TTT und um 18.30 Uhr bei Minigolf. Ich glaube, da kommt Minigolf und das Thumbnail davon ist richtig geil. Ich kann mich aber auch irren. Ja, hat man gerade eben nachgeguckt. Minigolf. Bis morgen oder später. Tschüss. Yeah.